20 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Willkommen bei Hart aber fair. Dankeschön. Ja, es ist... Vielen Dank. Es ist ein abgedroschener Spruch, aber dieser abgedroschene Spruch wird jetzt aktuell und ich finde auch bedrohlich. Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wohl wahr. Es ist nämlich möglich, dass ein Mann wie Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Morgen gibt es noch mal einen letzten großen Vorwahltag, aber schon jetzt ist ihm die Kandidatur nicht mehr zu nehmen. Das Undenkbare ist passiert. Oder was doch denkbar, darf ich gerade mal in unserer Runde fragen. Wer hat noch vor einem halben Jahr gedacht, dass der Kandidat der Republikaner wirklich Trump heißen wird? Wer hat es gedacht? Sie sind aber ganz schlauer. Nee, ich habe an Berlusconi gedacht. Aha. Und Sie meinen, die Amerikaner machen den Italiener? Ja, bei Berlusconi haben auch seit 10 Jahren immer mir alle gesagt, der wird es nie. Mhm. Habe ich gedacht, na, da kann man drauf wetten, auf das Pferd. Hätten Sie mal gewettet. Ja. Wir werden über die Folgen gleich noch zu reden haben, denn es ist ja ein Trend. Nicht nur Trump poltert und beleidigt, er ist schrill und politisch unkorrekt. Er widerspricht sich in derselben Rede, er entschuldigt sich, um dann gleich wieder draufzuhauen. Der Präsidentschaftskandidat macht einfach in den USA vor, wie hemmungsloser Populismus zum Erfolg führt. Funktioniert diese Methode auch bei uns? Und darf ein Politiker alles laut sagen, was manche nur im Stillen denken? Unser Thema, die Methode Trump, erobern Krawallmacher und Populisten die Macht. Macht aber fair mit diesen Gästen. Serdar Somuncu, der Kabarettist warnt, Donald Trump ist eine Gefahr für den Frieden in der Welt. Er gießt Öl ins Feuer und bietet einfache Lösungen für komplexe Probleme an. Damit erreicht er, wie alle Populisten, Menschen, die nicht tiefergehend nachdenken wollen. Lang, Herr Somuncu, Sie sind Kabarettist. Wann haben... Nein, ich bin Populist. Was macht du? Erfolgreich dazu auch noch. Und auch noch erfolgreich. Wann haben Sie gemerkt, dass Donald Trump mehr als eine Witzfigur ist, über die man gut scherzen kann? Gut, das sieht man natürlich erstmal. Die Frisur ist nicht ernst zu nehmen. Nur kein Neid. Nur kein Neid. Gut, dass Sie reinrufen. Ihre Frisur ist auch nicht besonders. Na gut, jetzt was anderes. Entschuldigung, Herr Somuncu, können wir uns auf Inhalte konzentrieren? Und wenn ich so wenig auf dem Kopf hätte wie Sie, würde ich... Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann über Frisuren lästern, okay. Weil mir kann man es nicht zurückgeben. Ernsthafte Frage, wann haben Sie... Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was der Kollege neben mir gesagt hat. Das war an Arroganz kaum zu überbieten. Er hat gesagt, er sei nicht Populist, sondern Widerstandskämpfer. Und die SVP zu kritisieren, gleich einer Gotteslästerung. Also die SVP sieht sich als Stellvertreter Gottes auf Erden. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben das sehr spitz zugeführt. Ich bin ja einer der Türken, die ganz gut Deutsch gelernt haben, neben den Fäkalbegriffen, die ich zwischendurch noch benutze. Erinnert sich eigentlich noch an meine Frage? Ja, ob ich Trump... also ich finde, ja, er ist zum einen eine abstoßende Person, wenn man rein oberflächlich ihn betrachtet. Er sieht nicht besonders sympathisch aus, aber darum geht es in der Politik nicht. Ich finde, es ist ambivalent. Wir schauen auf Amerika, aus Deutschland immer mit einer besonderen Perspektive. Aber wenn man das mal aus einer anderen Perspektive betrachtet, war Obama auch nicht der Superstar, der er immer gewesen sein sollte. Obama hat sehr viele Konflikte zaghaft gelöst und Konflikte initiiert erst dadurch, dass er so zaghaft war. Der arabische Frühling ist ein Schuss gewesen, der nach hinten losgegangen ist. Und Amerika ringt seit Jahren schon um eine Position in internationalen Konflikten. Und so wenig ich Trump auch mag, glaube ich, ist es für Amerika manchmal besser, wenn eindeutige Positionen vertreten werden. Und ich glaube, wir überschätzen und unterschätzen es zugleich. Trump wird die inneramerikanischen Konflikte dramatisch verschärfen. Er macht einen Wahlkampf gegen Minderheiten. Er will eine Mauer zwischen Mexiko und Amerika ziehen. Er macht Wahlkampf gegen Muslime, die in Amerika leben. Er trennt plötzlich wieder, und das ist ungewöhnlich für Amerika, zwischen Menschen mexikanischer Herkunft und Amerikanern. Gerade im Augenblick gibt es einen Gerichtsprozess, wo er das einem Richter vorwirft, befangen zu sein. Aber außenpolitisch war es immer so, dass amerikanische Präsidenten, die eine eindeutige Position vertreten haben, für die Stabilität in der Welt jedenfalls berechenbarer waren. Und da ist Obama sehr ambivalent gewesen. Sie denken auch an Reagan da. Reagan war für uns damals eine Katastrophe und ich erinnere mich an die Pershing-Beschlüsse und wir haben wirklich gedacht, das ist das Ende der Welt. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich gut oder schlecht war. Es hatte sehr viele schlechte Seiten, es hatte eine Dramatisierung des Ost-West-Konfliktes zur Folge. Aber das, was ich meine, ist ja nicht, dass ich irgendeinen Präsident gut zu finden habe, sondern es geht um die Frage, wie ist das Weltgefüge am sinnvollsten? Und ich glaube, in dieser Frage können wir die Entscheidung im Augenblick schwer treffen. Obama jedenfalls war nicht der, für den wir ihn am Anfang gehalten haben. So gewinnt man.
man Leute. Nein, man kann auch Leute mit Verantwortungsappellen und Verantwortungsbewusstsein. In der Analyse sind wir uns ja. In der Analyse sind wir uns ja einig. Nein. Das ist ein Zuwachs an. Solche Formulierungen sind immer gefährlich, Herr Sumund. Zur Demokratie gehört es das auch, dass man den Gesprächspartner ausreden lässt. Das sollten Sie in der Schweiz schon gelernt haben. Zu einer lebendigen Diskussion gehört auch, wenn man mental noch in der Lage ist, ein Gegenargument zuzulassen. In der Analyse sind wir uns einig. Also ich jedenfalls, vielleicht Herr Köppel nicht, mit meinen Gesprächspartnern auf der linken Seite. Dass es nicht nur in Europa, sondern ich glaube weltweit einen Zulauf zu Populisten gibt. Und das ist in Frankreich ganz extrem. Das ist in Österreich fast auf der Spitze gewesen. Im Wahlkampf um die Präsidentschaft, als es ein FPÖ-Politiker fast geschafft hätte. Es ist in Deutschland noch relativ mäßig, mit 14%, mit 24% berechenbar. Hier wählt das Volk ja auch meistens nicht. In Holland, in anderen Ländern ist es ein Phänomen, was ganz klar zu beobachten ist. Die Frage ist, warum ist das so? Und das möchte ich kurz mal beantworten. Was Sie gesagt haben. Schauen Sie sich mal an, genau das, was Sie gesagt haben. Behalten kann Sie ich Ihre Frage im Kopf? Die Frage, warum ist garantiert, so notariell. Aber das, was Sie beschrieben haben, natürlich, Herr Köppel, das, was Sie beschrieben haben, kann man bebildern. Weltweit sind Populisten auf dem Vormarsch bei den Wählern beliebt. Nicht nur in den USA, wo Donald Trump Obama als Präsident ablösen könnte. In Frankreich will Marine Le Pen das Amt von Präsident Hollande übernehmen. Und in Großbritannien gilt der ehemalige Londoner Bürgermeister und Brexit-Befürworter Boris Johnson als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Premierminister Cameron. Sie alle könnten bald zum Kreis der mächtigsten Politiker der Welt gehören, zur G7. Und wenn die Aussöhnung mit Russland klappt, wären es wieder die G8. Das Gruppenbild könnte dann so aussehen. Hammer, also es, oder? Gibt aus, ja, es gibt aus meiner Sicht immer zwei Erklärungen dafür. Es gibt keine universelle Antwort. Es liegt jetzt nicht nur an der Globalisierung und daran, dass die Menschen überfordert sind. Es liegt daran, dass die Menschen kein Geld haben oder dass materieller Notstand existiert. Es ist eine Mischung aus ganz vielen unterschiedlichen Komponenten. Und es gibt hierbei Demarkationspunkte, an denen sich das Geschehen verändert hat in der Welt. Ein Demarkationspunkt in der Weltgeschichte ist der 11. September gewesen. Und die Ereignisse, die darauf folgten, samt der Intervention, die die Amerikaner im Nahen Osten gebracht haben, waren eigentlich Misserfolge. Sie haben das Gefüge des Nahen Ostens gravierend durcheinander gebracht. Das, was darauf folgte, die wachsenden Ängste der Menschen, dass ein islamischer Fundamentalismus nach Europa schwappen könnte, plus der Bilder, die durch das gewachsene Internet auch immer mehr und immer verfügbarer geworden sind, haben Ängste in den Menschen geweckt, Grundängste in den Menschen geweckt, die leicht abzufangen sind. Man kann sie personalisieren, indem man sagt... Wenn Sie über die Menschen reden, in Ihnen auch? In mir auch. Wenn ich diese Beheading-Videos gesehen habe, wenn ich gesehen habe, dass da einer mit einem orangefarbenen Overall steht und einem anderen Menschen den Kopf abschneidet, dann macht das Angst. Aber ich will doch mal auf was anderes zurückzukommen. Unsere Aufgabe ist es nicht, dieser Angst zu unterliegen und die Argumente zur Prävention denen zu überlassen, die einfache Argumente geben, sondern wir müssen Ursachen erforschen und herausfinden, warum es erst zu diesem durcheinandergebrachten Weltgefüge kommen konnte. Und da gibt es andere Antworten. Zum Beispiel, dass wir auf der einen Seite davon profitieren, dass wir andere Länder ausbeuten, von den Ressourcen existieren, unsere Klamotten günstig fertigen lassen. Gucken Sie mal in Ihre Jacke, da steht Made in India oder Bangladesch. Und auf der anderen Seite wollen wir nicht, dass diese Menschen den gleichen Lebensstandard haben. Da ist zum Beispiel ein Aspekt, Verteilungsungerechtigkeit. Wir haben jahrelang Waffen verkauft an sehr seltsame Regime, zuletzt im letzten Jahr an Arabien. Im letzten Jahr übrigens zweimal so viel wie im Jahr davor. Und dann wundern wir uns, wenn das Folgen hat, die bei den Menschen und nicht nur bei den einfachen Menschen Ängste auslösen. Ich glaube noch nicht, dass Waffenverkauf nach Saudi-Arabien den Populismus Nein, das habe ich nicht. Dann möchte ich an ihn eine Frage stellen. Also muss ich auf eine Frage stellen, ist Herr Röttgen dran. Ist es das Thema, Sie von der SVP, Sie rühmen sich ja jetzt gerade zu wissen, was das Volk denkt. Wir rühmen uns gar nicht. Ja, ist es in Ordnung und ist es nicht schüren von Ängsten, wenn Sie einen Wahlkampf machen, wenn Sie Ausschaffungsinitiativen beantragen und Durchsetzungsinitiativen für die Ausschaffungsinitiative? Können wir die Schweiz gerade mal ausklammern? Die Schweiz ist total interessant, aber im Gegenteil. Das ist eine Gefahr. Erklär Ihnen das einmal, Herr Somuncu. Halten Sie den Blutdruck niedrig. Das ist falsch. Wenn meine potenziellen Wähler einen Trump hinterlegen, dann muss ich doch als Politiker eine bessere Leistung bringen und kann nicht einfach wie wir so eine Stammtischrunde also sagen, ihm das was sogar, das für ein Verrückter ist. Wir sind aber jetzt gar nicht dran, weil Herr Röttgen, was war falsch an dieser Darstellung? Lässt Sie das gut schlafen? Nein, an der Darstellung ist gar nichts falsch. Sie impliziert auch gar nicht, dass er verrückt ist. Sondern die Darstellung sagt, dass man die Frage stellen muss, dass man von der Hemmungslosigkeit und Kontrolllosigkeit seiner Reden und seines Verhaltens
auch auf seine Hemmungslosigkeit und Kontrolllosigkeit schließen kann, wenn er im Amt ist. Diese Frage muss man sich gefallen lassen, wenn man solche Reden hält, wie man mit der Macht, die man als amerikanischer Präsident hat, umgeht und dass die Frage im Raum steht nach einem solchen Verhalten, halte ich für absolut legitim. Also ich halte das nicht für eine angemessene Umgangsweise, weil ich A glaube, dass das eine Masche ist. Und zwar nicht nur von Trump, sondern von vielen anderen. Das hat Jörg Haider vor etlichen Jahren erfunden, möglichst drastische Aussagen zu machen, die er dann wieder halbwegs zurücknimmt. Das macht die AfD heute genauso. Frau Storch fällt mit dem Kopf auf die Tastatur. Und Trump macht daraus ein Paradebeispiel dafür, wie man aggressiven Wahlkampf führt. Ich gebe Ihnen in einem Punkt recht. Es ist natürlich dramatisiert. Ich glaube nicht, dass wenn Trump an die Macht kommt, wir befürchten müssen, dass er mit dem Atomkoffer durch die Welt läuft und irgendwann mal im Traumwahn auf den Knopf drückt. Da gibt es noch viele Kontrollmechanismen und Sie müssen die Sendung ja auch so machen, dass die Leute zugucken, da hat er schon ein bisschen recht. Aber wenn wir mit diesen Leuten da reden, mit den Populisten, dann geht es auch nicht um meine Anregung. Es hat mich interessiert. Ja, Sie waren ein bisschen angepisst, weil er gesagt hat, der Bericht war reißerisch und er war auch reißerisch. Wissen Sie, wenn ich dadurch angepisst wäre, hätte ich aber viel zu tun. Ja, ich habe doch Ihren Blick gesehen, Sie haben doch vollkommen böse geguckt. Haben wir beide böse geguckt. Aber die Frage ist doch, lassen Sie mich doch auch jetzt mal zu Ende reden. Also eine Sache, die ich glaube, die wir in den nächsten Monaten lernen müssen, ist nicht mehr in dieses Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Entweder oder. Es gibt richtige Sachen, die gesagt werden, auch bei den Populisten. Es gibt Argumente, also, die plausibel sind. Da können wir gerne ins Detail gehen. Bitte. Da habe ich nicht die Zeit für, weil er schon wieder zittert. Aber in unserem... Den Einsatz würde er hingehen. Ich bin seiner Meinung. Den Einsatz haben Sie. Ich habe alle Zeit der Welt. Sie den Einsatz von mir. Ich habe das ganz am Anfang in meinem Statement gesagt. Ich glaube, es war ein Fehler Obamas, im Nahen Osten, den arabischen Frühling, also, und da gibt's, warten Sie jetzt, lassen Sie mich doch zu Ende reden, verdammt nochmal. Sie wollen sich gerade aufregen. Nein, ich will mich jetzt auch aufregen. So langen Anlauf zu haben. Die Frage ist doch, die zentrale Frage, ich mach's noch einfacher. Ist man aktiv oder ist man passiv? Überträgt man die Lösung der Probleme den anderen und wartet darauf, dass es sich irgendwie klärt, in der Hoffnung, dass man eigene Menschen nicht verschleißt? Die Amerikaner haben viele Soldaten verloren in den Kriegen im Nahen Osten. Oder schreitet man aktiv ein? Und das ist die Sichtweise von Trump. Er wechselt wieder zur aktiven Seite, wie es auch George W. Bush gemacht hat. Ich stelle nur zur Diskussion, ob das besser ist oder schlechter für die Weltsituation, in der wir sind. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das, was Obama gemacht hat, die Situation verschlimmert hat. Schauen Sie nach Ägypten. Herr Schimmer, diese Partei ist, Herr Sumuncu hat eben behauptet, man kommt ja nicht rein in die Schweiz. Gelogen. Er war in der Schweiz und hat den Schweizern sogar was erzählt. Das hier. Es ist super nett, dass ich hier sein darf. Wirklich. Ich bin nämlich auf der Flucht. Also auf der Flucht vor den Deutschen. Weil die Deutschen, die sind mittlerweile nicht mehr so, wie sie mal waren. Also sie mögen uns Türken immer noch nicht. Wir sind für die Deutschen so eine Art Ersatzjuden. Das, was die bei den Juden nicht dürfen, weil sie Angst haben, dass sie dann direkt zur Kasse gebeten werden, das lassen sie an uns Türken aus. Ja? Und das, was sie gerne mal wieder sein würden, das gucken sie sich von den Schweizern ab. Ja? Also so gepflegt ausländerfeindlich. Ja. Die Schweizer... tun sie nicht so liberal. Ja? Einige gucken so, wir? Nein, wir doch nicht. Auch wenn ihre Sprache ein Code ist. Ja? Wir verstehen schon die elementaren Dinge, die sie meinen. Ja? Ausschaffungsinitiative. Ausländer raus wäre einfacher. Aber das klingt so nett. Ausschaffungsinitiative. Bitte, möchten Sie nicht wieder weg? Ja? Ist doch auch nicht schön hier. Bei Ihnen zu Hause ist doch schöner. Herr Sumuncu, die Schweizer gepflegt ausländerfeindlich, ein Ausdruck, bei dem Sie auch an Ihren Nachbarn gedacht haben, als Sie es geschrieben haben? Also die SVP ist eine gute Partei. Ich kann das nicht nachvollziehen, was Sie meinen. Eine Partei, die Wahlkampf macht mit Plakaten, auf denen drei weiße Schafe einem schwarzen Schaf in den Arsch treten. Eine Partei, die Wahlplakate hat, auf denen schwarze Hände in eine Kiste greifen mit einem Schweizer Kreuz drauf, ist keine gute Partei.
Und das, was die SVP in der Schweiz macht, ist, sie spaltet die Bevölkerung. Und das muss man noch mal dazu sagen. Sie sind zwar kein Populist, aber für mich reden sie wie ein Populist. Sie vertreten nicht die Gänze des Volkes. Sie vertreten ein Drittel des Schweizer Volkes. Und sie sind Gott sei Dank mit ihrer letzten Abstimmung, dem Versuch, die Ausschaffungsinitiative, die schon ein Hohn war, mit einer Durchsetzungsinitiative zu manifestieren, ordentlich auf die Schnauze gefallen. Weil die Schweizer, und ich bin dankbar dafür, mit einer Mehrheit dagegen gestimmt haben. Was das im Einzelnen bedeutet? Die Ausschaffungsinitiative führt dazu, dass kriminelle Ausländer ohne große Gerichtsprozesse aus dem Land geschafft werden. Das widerspricht allen Konventionen der Menschenrechte von Genf bis Timbuktu. Die Durchsetzungsinitiative wiederum sollte es noch verschärfen, weil sie keine Geduld hatten, ordentliche Gerichtsprozesse auszuhalten. Im Klartext, wenn ein Schweizer mit einer Deutschen verheiratet ist und die Deutsche besoffen Auto fährt, dann wird die Deutsche aus dem Land gewiesen, und zwar ohne Gerichtsprozess. Sind das die Standards einer modernen Republik? Das kann man so nicht stehen lassen. Und deswegen ist die SVP ein Fallbeispiel dafür. Darf ich das jetzt auch zu Ende sagen? Dass es eben nicht eine gute Tradition ist, die Sie dort vertreten, sondern es ist eine sehr üble Tradition, die Sie dort heraufbeschwören. Und die kennen wir in Deutschland jetzt. Ertragen Sie das mal, das mag nicht alles richtig sein, ertragen Sie es mal, dass es bei Herrn Zumuncu gerade sehr innerlich geworden ist. Erstens ist es undankbar, gegenüber den Deutschen die Türken als Ersatzjuden zu bezeichnen. Die Deutschen sind sehr. Die Deutschen sind eines der tolerantesten Länder. Hier gibt es weit über 1 Million Türken, denen man Jobs gibt, die hier. Also das spricht doch jetzt auch Bände über Ihr Kunstverständnis. Sie bekommen Kunstpreis. Ja, Sie sitzen hier in der Talkshow und sprechen als Politiker. Ich bin da als Künstler auf der Bühne und mache Kabarett. Ich finde das einfach, auch Humor sollte einen gewissen Bezug zur Realität haben. Und Ersatzjuden stimmt einfach nicht. Und was Sie über die ganze Geschichte mit der Ausschaffungsinitiative gesagt haben, ist völlig falsch. Das ist eine Initiative, die nach einem Volksentscheid angenommen wurde. Es ist absolut falsch, dass man irgendwelche Ausländer, Kriminellen ohne Gerichtsverfahren hätten ausweisen wollen. Es ist eine Initiative, die sich mit dem Thema beschäftigt. Ich lebe in der Schweiz, ich beschäftige mich damit, Sie wohnen nicht mal in der Schweiz. Ich verspreche Ihnen, dass morgen als Faktencheck die Details der Ausschaffungsinitiative noch mal darstellen. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Das, was wir gezeigt haben und das, was jetzt Herr Sumuncu Ihnen an den Kopf geworfen hat, wie sehr nützt Ihnen das bei Ihren Anhängern? Das ist doch gar nicht die Frage. Doch, es ist die Frage, einfach falsch. Die Schweiz ist ein Rechtsstaat. Nein, die SVP setzt sich dafür ein, dass schwerkriminelle Ausländer in der Schweiz das Land verlassen müssen. Das ist eine völlig vernünftige Forderung, hundertprozentige Rechtsstaat. Das hat doch nichts mit Populismus zu tun. Das ist ein Problem. Wir haben einen sehr hohen Ausländerkriminalitätsanteil. Und Herr Sumuncu ist vielleicht ein, zwei Mal pro Jahr in der Schweiz. Er kennt doch die Situation gar nicht. Ich kann Ihnen das gerne mal erklären. Jetzt muss ich die Situation Nein, Sie haben da keine Ahnung. Lass mich kurz am Tag sagen. Diese Menschen beginnen sich jetzt zu langweilen. Ja, also wenn jemand hat es ja oder nein? Ein Kabarettist, der solchen Unsinn erzählt am deutschen Fernsehen, nützt der Schweiz. Weil das ist das Problem, glaube ich. Nein, das ist Ihr Problem. Ich nehme Herrn Sumuncu mit. Ich glaube, der hat da noch ein bisschen Dampf. Krawallpotenzial. Sie trauen sich jetzt. Herr Sumuncu, nehmen Sie mit. Jetzt bin ich gespannt. Ich nehme Pierre Vogel mit. Der kann ganz gut Deutsch und ist Muslim. Aber nicht in dieser Runde, deswegen. Gut, war ein Gag. Ich kann nur Herrn Sumuncu mitnehmen und ich würde ihm während der langweiligen Trump-Rede einmal erklären, was die Schweiz für ein faszinierendes Land ist. Dankeschön für diese Schlussrunde.